In Heaven and Ale bewirtschaften wir unseren eigenen Klostergarten, um dort Rohstoffe anzubauen, die es uns erlauben, Bier zu brauen. Jeder Spieler erhält einen solchen Klostergarten in Form eines eigenen Spielertableaus. Außerdem wird der allgemeine Spielplan vorbereitet. Auf jedes Feld werden Rohstoffplättchen und Mönche ausgelegt. Dann wird ein Startspieler bestimmt, er stellt sich auf die 1 im Startbereich und die anderen Spieler verteilen sich auf die anderen Felder. Diese bieten dann jeweils einen kleinen Direktbonus. Jeder Spieler erhält nur noch Geld im Wert von 25 sowie seine 5 Privilegkarten. So eine Karte kann ich jederzeit einsetzen, um mir 3 Geld zu nehmen. Andererseits kann ich sie aber auch aufheben, um ihren individuellen Bonus auszulösen. Dazu gleich mehr. Nun stellt hier jeder Spieler noch seinen Braumeister auf das Startfeld am Klostergarten sowie seine Rohstoffmarker ebenfalls auf die entsprechend farbigen Startfelder. Dann kann das Spiel auch schon beginnen. Bin ich am Zug, bewege ich meine Spielfigur im Uhrzeigersinn auf ein beliebiges, aktivierbares Aktionsfeld. Das heißt, ich muss die Aktion ausführen, die darauf zu sehen ist, andernfalls darf ich das Feld nicht betreten. Ich darf also beim nach vorne ziehen beliebig viele Felder überspringen, allerdings gibt es eine goldene Regel, ich darf nie rückwärts laufen, das heißt, alles, was ich in einer Runde überspringe, erhalte ich in dieser Runde auf keinen Fall mehr, denn ich komme nicht mehr an diese Felder heran. Das sollte ich also bedenken, wenn ich meine Figur platziere. Ich entscheide mich hier für das zweite Feld und erhalte hier dieses grüne Rohstoffplättchen im Wert von 3. Das nehme ich nun zu mir und muss es direkt in meinen Klostergarten legen. Das ist allerdings auch nicht umsonst, sondern ich muss es bezahlen. Lege ich das Plättchen auf ein beliebiges freies Feld auf der Schattenseite meines Klostergartens, so zahle ich dann den Betrag, den das Plättchen angibt, das heißt hier also Münzen im Wert von 3. Diese zahle ich an die Bank. Alternativ kann ich das Plättchen auch auf die Sonnenseite meines Gartens legen. Dann muss ich jedoch den doppelten Preis entrichten, hier also Geld im Wert von 6. Wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Seiten? Nun, die Schattenseite liefert mir bei Wertungen immer Geld. Die Sonnenseite hingegen liefert mir bei Wertungen immer direkt Rohstofferträge, also die eigentlichen Siegpunkte. Nach meinem Zug ist der nächste Spieler dran, er zieht seine Figur nun ebenfalls auf ein mögliches Aktionsfeld. Der blaue Spieler wählt beispielsweise hier dieses Rohstoffplättchen im Wert von 5 und verbaut es dann in seinem Klostergarten. Das geht nun reihum so weiter. Waren alle Spieler einmal am Zug, bin ich wieder dran. Ich ziehe meine Spielfigur nun wieder weiter im Uhrzeigersinn auf ein aktivierbares Aktionsfeld. Zum Beispiel hier gleich dieses nächste Feld. Dieses beinhaltet ein Mönchsplättchen. Der Wert, der hier auf dem Feld aufgedruckt ist, nämlich die 4, bestimmt dann auch die Kosten, die dieser Mönch verursacht. Lege ich ihn auf die Schattenseite meines Spielplatzes, zahle ich also 4. Lege ich ihn auf die Sonnenseite, zahle ich wieder den doppelten Wert, das heißt gleich 8. Wichtig, einmal platzierte Plättchen, egal ob Rohstoff oder Mönche, bleiben bis zum Spielende an dieser Position liegen. Wieder ist der nächste Spieler dran, er zieht auf ein Rohstofffeld, nimmt sich dieses, zahlt es und legt es in seinen Klostergarten und das Spiel setzt sich nun sofort. Wir springen jetzt mal ein wenig nach vorne und meine Auslage in meinem Klostergarten ist schon ordentlich angewachsen. Das heißt, ich habe schon weitere Mönche und neue Rohstoffplättchen anlegen können. Sobald ich eines der aufgedruckten Scheunenfelder komplett mit Plättchen umschlossen habe, findet direkt eine Wertung statt. In diesem Fall addiere ich alle Werte meiner dort ausliegenden Rohstoffplättchen. Hier ist das eine Summe von 11. Dann schaue ich in der Tabelle nach, was ich dafür erhalte. Hier also 3 Schritte mit meinem Braumeister sowie eine Scheune im Wert von 1. Das Scheunenplättchen lege ich nun in die Mitte. Die Zahl auf dem Plättchen gibt dabei an, wie viele Plättchen ich nun aktivieren darf. Die Pfeile in weiß geben an, welche Plättchen ich aktivieren darf. Hier darf ich also aus allen Plättchen mir eines aussuchen, das ich aktiviere. Und ich nehme das Blaue im Wert von 4. Damit darf ich meinen blauen Ertragsmarker nach vorne ziehen. Außerdem zieht natürlich der Braumeister nun noch die angegebenen 3 Felder nach vorne. Zu einem späteren Zeitpunkt kann ich ein weiteres Scheunenfeld komplett mit Plättchen umschließen. Wieder zähle ich die Summe zusammen. Diesmal komme ich auf eine Summe von 18. Diese Summe beschert mir dann schon eine höherwertige Scheune, nämlich eine Scheune im Wert von 3. Der Braumeister darf in diesem Fall ein Feld nach vorne ziehen
Und das Scheunplättchen wird hier wieder in die Mitte gelegt. Diesmal dürfen also drei Plättchen aktiviert werden, zwischen denen jeweils immer ein Feld Platz sein muss. Das heißt, ich kann den Mönch, die weiße 4 und die grüne 2 aktivieren oder eben die drei anderen Plättchen. Da ich Geld benötige, entscheide ich mich dafür, die weiße 4, die grüne 2 und den Mönch zu aktivieren. Die weiße 4 und die grüne 2 liegen auf der Schattenseite, das heißt, dafür erhalte ich Geld, nämlich genau im Wert von 6. Das ist die Summe aus 4 plus 2. Das Geld bekomme ich aus der Bank und nun kann ich noch den Mönch werden. Der beschert mir einen Schritt mit meinem Braumeister. Werten kann ich allerdings nicht nur über die Scheunenplättchen, sondern auch über die lilafarbenen Aktionsfelder. Ziehe ich auf ein solches Feld, nehme ich mir die entsprechende Aktionsscheibe. Dabei gibt es verschiedene Wertungsarten. Ich habe mich hier für die Farbwertung entschieden, das heißt, ich darf nun diese Wertungsscheibe auf eine der fünf verschiedenen Rohstoffarten legen, zum Beispiel hier auf die grüne. Nun werden alle meine grünen Plättchen, die jetzt in diesem Augenblick auf dem Spielplan liegen, gewertet. Für Plättchen auf der Sonnenseite ziehe ich meinen Rohstoffmarker in der entsprechenden Farbe dann um so viele Felder nach vorne, wie es die Werte der Plättchen angeben. Das bedeutet, ich erhalte hier für die grüne 2 auf der Schattenseite 2 Münzen und für die 4, die 3 und die 1, also mit einer Gesamtsumme von 8, 8 Schritte mit dem grünen Marker auf der Ertragsleiste nach vorne. Machen wir an dieser Stelle mal einen kleinen Exkurs und schauen uns die weiteren möglichen Wertungen an. Nehme ich die Wertungsscheibe mit dem X, so werte ich alle Plättchen einer Zahl. Das heißt, wähle ich beispielsweise die 4, werden alle Plättchen mit einer 4 gewertet. Wieder entsprechend nach Schatten- und Sonnenseite. Ziehe ich mit meiner Spielfigur auf die Wertungsscheibe mit den Mönchen, so erhalte ich diese und belege damit dann eben einen noch freien Mönch. Dieser wird dann aktiviert, das heißt, alle um ihn herumliegenden Plättchen gehen in die Wertung ein, auch wieder getrennt nach Sonnen- und Schattenseite. Scheunenplättchen bringen keine Erträge. Im weiteren Spielverlauf werte ich nun die weißen Rohstoffe. Die weiße 4 hier auf der Schattenseite liefert mir 4 Geld, die weiße 5 auf der Sonnenseite 5 Schritte mit dem entsprechenden Ertragsmarker. Nun habe ich ein sogenanntes Privilegpaar vervollständigt. Immer wenn das passiert, darf ich eine Privilegkarte aus meiner Hand an dieses Paar anlegen und den individuellen Vorteil dieser Karte nutzen, wenn ich möchte. Ich entscheide mich hier beispielsweise für diese zweite Karte. Als Soforteffekt zieht nun mein Braumeister direkt 5 Felder nach vorne. Neben den Rohstoff-, Mönchs- und Wertungsfeldern gibt es noch die Fassfelder. Für dieses ausliegende Fass müsste beispielsweise mein Braumeister auf dem braunen Feld meiner Ertragsleiste angekommen sein. Das ist er. Das heißt, dieses Fass darf ich mir nun direkt nehmen. Am Spielende bringt mir so ein großes Fass dann 4 Siegpunkte. Ich muss schnell sein, denn alle anderen Spieler können jetzt nur noch um dieses kleinere Fass bei dieser Wertung spielen. Sollte ich gleich mehrere Bedingungen erfüllen, erhalte ich auch direkt mehrere Fässer. Die Bedingungen sind von ganz unterschiedlicher Natur. Hier beispielsweise müssten alle Mönche direkt mit Wertungsscheiben belegt sein. Hier oben müsste ich 3 gleiche Scheunen in meinem Klostergarten besitzen. Hier beispielsweise 6 Einerplättchen verbaut haben, mit einem Rohstoffmarker auf dem Feld mit der 20 angekommen sein oder zum Beispiel alle 15 Felder der Sonnenseite komplett mit Plättchen belegt haben. Ziehe ich nach vorne, darf ich nie über das Startfeld hinausziehen. Gelange ich auf das Startfeld, muss ich meine Figur hier also abstellen. Die kleinen Felder liefern mir dann also wieder zusätzliche Erträge. Eine Bewegung mit dem Braumeister, Bewegung der Rohstoffmarker, zusätzliche Münzen und die 1 gibt an, dass ich dann der neue Startspieler der nächsten Runde werde. Zieht auch der letzte Spieler in den Startbereich, endet eine Runde. Nun werden alle Felder auf dem Spielplan wieder mit neuen Rohstoffplättchen belegt, außerdem werden neue Mönche ausgelegt und auch die Wertungsscheiben werden wieder nachgefüllt. Die nächste Runde verläuft dann letztendlich genau wie die erste, allerdings mit einem kleinen Unterschied. Nun kann es schon Felder geben, auf denen gleich mehrere Plättchen ausliegen. In diesem Fall darf ich, wenn ich sie bezahlen kann, auch gleich mehrere Plättchen auf einmal kaufen. 6 solcher Runden werden insgesamt gespielt, dann gibt es eine Schlusswertung.
Nun wird geschaut, in welchem Bereich sich mein Braumeister aufhält. Er gibt das Tauschverhältnis an, mit dem ich nun noch meine Rohstoffmarker anpassen kann. Bei einem Tauschverhältnis von 3 zu 1 darf ich meinen hintersten Rohstoffmarker um ein Feld nach vorne ziehen, wenn ich dafür weiter vorne 3 Felder abgebe. Das kann ich auch mehrfach hintereinander machen, solange bis kein Rohstoffmarker mehr zurückgezogen werden kann, weil er sonst hinter den letzten Rohstoffmarker fallen würde. Gegen Abgabe von jeweils 10 Geld darf ich nun noch einen Rohstoffmarker jeweils um ein Feld nach vorne ziehen. Nur der hinterste Marker wird gewertet. Wäre das also der grüne, würde ich hier also 7 Punkte machen und multipliziere das nun mit dem Wert, den der Braumeister angibt, hier 4. Das heißt, 4 mal 7 sind 28 Punkte. Hinzu kommen Punkte für eingesammelte Fässer und stehe ich mit meiner Spielfigur auf der Startspielerposition, erhalte ich nochmal einen Extrapunkt. Wer nun insgesamt die meisten Punkte gemacht hat, ist der Sieger von Heaven and Ale.